Sagittarius A-Stern, das ist der Name des supermassereichen schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Genau dort hat jetzt ein Astronomieteam aus den USA eine bisher unbekannte Struktur entdeckt, eine rotierende Scheibe aus eher kühlem Wasserstoffgas. Diese umgibt das schwarze Loch im Abstand von nur einem Hundertstel Lichtjahr. Zudem verhält sich diese Gasscheibe äußerst merkwürdig. Ihre Lage im Raum hat keiner so erwartet. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. In der Mitte der Milchstraße befindet sich ein Massemonster, das eine 4-Millionenfach größere Masse hat als die Sonne. Und diese Masse ist auf engstem Raum zusammengepackt. Ein schwarzes Loch also, sein Name Sagittarius A Stern. Nur 26.000 Lichtjahre ist es von uns entfernt. Bislang gelang es aber lediglich, heiße Gase und Magnetfelder in der Nähe seines Ereignishorizonts zu beobachten. Fachleute gehen zudem davon aus, dass dieses Massemonster über einen Strahlenjet verfügt. Und zudem wird vermutet, dass sich jenseits der Millionen Grad heißen Gase am Schwarzen Loch vergleichsweise kühles Wasserstoffgas befindet. Doch dieses nur etwa 10.000 Grad heiße Gas ist nicht so leicht aufzuspüren, denn im Gegensatz zu dem extrem heißen Gas sendet es keine Energie in Form von starker Röntgenstrahlung aus. Dennoch gelang es jetzt einem US-Forschungsteam, diesem Wasserstoffgas auf die Schliche zu kommen, und zwar durch verräterische Spektrallinien. Diese entstehen, weil die Wasserstoffatome durch die benachbarte intensive Strahlung ionisiert werden. Durch Vereinigung mit ihrem Elektron werden sie dann wieder zu neutralem Atom. So entsteht eine charakteristische Linie im Wasserstoffspektrum. Und genau diese Spur konnte das Astronomieteam mit dem Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ALMA beobachten. So wird die Verteilung des kühlen Wasserstoffgases um das schwarze Loch herum also sichtbar. Es handelt sich um eine Scheibe, die durch das Gas gebildet wird und die das schwarze Loch umgibt. Und zwar in der tausendfachen Entfernung der Erde zur Sonne. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das einen Abstand von nur einem Hundertstel Lichtjahr. Etwa ein Zehntel der Jupitermasse beträgt die Masse dieser Gasscheibe. Dazu Elena Murchikova, die an der Studie beteiligt war. Wir sind die Ersten, die diese Scheibe abbilden und seine Rotation ermitteln. Doch die neu entdeckte Gasscheibe verhält sich anders, als es das Astronomieteam vermutet hatte. Dazu heißt es in der Studie, die Ausrichtung des Wasserstoffrings stimmt mit keiner der anderen Strukturen im galaktischen Zentrum überein. Konkret ist sie gegenüber dem Orbit des nahegelegenen Sterns G2 um 90 Grad gekippt und steht zudem quer zur Ebene der Milchstraße. Gemeinsam hat sie lediglich ihre Rotation mit anderen Sternen und Galaxien in ihrer Nähe. Dennoch sind noch viele Fragen offen. Beispielsweise rätseln Fachleute weiterhin über das Verhalten und die Struktur der Gasscheibe. Ist der Wasserstoff gleichmäßig verteilt oder handelt es sich um dichtere Gasklumpen, die sich angesammelt haben und die Scheibe bilden? Klar ist nur, dass das Gas im Schnitt eine Dichte von 100.000 bis 1 Million Wasserstoffteilchen pro Kubikzentimeter aufweist. Das hatten die aktuellen Messungen des US-Forschungsteams ergeben. Aber auch eine andere Sache soll durch weitere Beobachtungen mit ALMA und weiteren zukünftigen Weltraumteleskopen geklärt werden. Dazu Elena Murchikova. Noch haben wir kein genaues Bild davon, wie die Akkretion an einem solchen schwarzen Loch abläuft. Vor allem also die Wechselwirkung zwischen dem heißen Gas am Ereignishorizont von Sagittarius A-Stern und dem kühlen Wasserstoffgas interessiert die Experten und Expertinnen besonders. Schwarze Löcher könnten Leben ermöglichen. Ein Video von Raumzeit Vlog der Zukunft anklicken, anschauen und natürlich Raumzeit abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.